Hallihallo, heute ist Montag, der 6. Juli 2020. Ich bin hier heute wieder auf der Baustelle, um den aktuellen Fortschritt zu dokumentieren und bin selbst ganz überrascht, wie viel hier jetzt innerhalb von wenigen Stunden passiert ist. Ich war das letzte Mal hier gewesen gestern Abend und jetzt ist hier innerhalb von einem Arbeitstag doch eine ganze Menge passiert. Man kann es aber auch hören, hier im Hintergrund wird eben noch gearbeitet mit schweren Geräten und Maschinen. Das ist ja hier ein neu entstehendes Baugebiet und auch andere Bauherren sind natürlich hier am Arbeiten. Zusätzlich ist es hier sehr windig. Und insofern wird der Ton sicherlich nicht der beste werden heute bei diesem Video. Man kann aber auch sehen, der Kran hier hinter mir erstreckt sich schon in die Luft, beziehungsweise dann auch über die Baugrube. Und der wurde heute auch schon fleißig benutzt, um nämlich hier Material und Werkzeug ins Kellergeschoss zu befördern. Hier wurde jetzt mit den ersten Mauerarbeiten eben begonnen. Die zeige ich euch ja gleich nochmal im Detail aus der Nähe. Aber hier schon mal ein erster Überblick. Auch hier, um nochmal ganz kurz einen Überblick zu schaffen, das ist ja hier jetzt neben der Baugrube. Hier ist eben diese Brücke, mit der man in das Kellergeschoss kommen kann. Hier befand sich eine Menge Material, das verwendet wurde, um eben diese Betonelemente, diese Außenwände zu versiegeln und so weiter. Das wurde schon abtransportiert. Es gibt hier noch einige Rohre, die benötigt werden dann, um die Drainagen und Regenwasserleitungen an den Außenwänden im Boden bis zur Zisterne zu führen. Die Zisterne selbst ist dann Richtung Stadt schon soweit fertig verrohrt. Auch das Bild hier im hinteren Bereich hat sich leicht geändert. Man kann hier jetzt eben eine Menge von Material sehen in Form von Holz und Brettern und so weiter. Und vor allem aber auch eben den mobilen Teil des Krans, also die Räder, auf denen dieser eben transportiert worden war. Mit dem gestern war das ja alles hier noch miteinander verbunden, der Kran. Jetzt wurde das eben demontiert und hier zwischengelagert. Neu angeliefert scheinen diese Styroporplatten hier zu sein, diese Wärmedämmung. Die habe ich gestern hier noch nicht gesehen. Die wurde scheinbar jetzt hier an dem Standort des Kranes aufgebaut. Der Kran selbst ist schon sehr interessant. Gestern stand er ja hier noch über die gesamte Länge im eingefahrenen Zustand. Heute ist er eben aufgebaut und ausgefahren. Und das ist schon interessant, wie hoch der sich hier in die Luft streckt, beziehungsweise auch nach vorne weg. Das sind sicherlich 15 Meter nach oben und 20 Meter nach vorne oder sowas, wäre jetzt meine erste Schätzung. Und das ist schon, wie gesagt, interessant, wie klein man den dann klappen kann. Das ist jetzt also der Fußbereich des Krans. Man kann sehen, zum einen, dass es jetzt hier Styropor-Wärmeisolierung gibt. Die wurde hier wahrscheinlich heute im Laufe des Tages angeliefert, weil diese sich hier eben auch noch nicht befunden hat gestern. Die wurde jetzt hier an der Stelle zwischengelagert. Insbesondere sieht man aber halt auch, wie der Kran jetzt hier aufgebockt ist, beziehungsweise wie der am Fußboden sich abstützt. Zum einen gibt es eben diese Holzbalken und diese Holzkonstruktion unter den Füßen selbst. Und zur besseren Gewichtsverteilung dann steht das Ganze nochmal auf einer dickeren Metallplatte. Die scheint mir in etwa so 1,5 bis 2 cm stark zu sein. Und damit wird eben das Gewicht nochmal auf einer größeren Fläche verteilt. So ähnlich sieht das bei allen vier Füßen aus. Zumindest hier ist es genau dieselbe Konstruktion. Hier irgendwo sind ja auch die Revisionsschächte. Und auch diese sind hier jetzt mit dieser metallischen Konstruktion, mit dieser Metallplatte nochmal großflächig eben, werden die geschont. Nochmal. Auf der anderen Seite, da ist es ja ein bisschen höher und da war es anscheinend ausreichend, nur diese Holzbalken unterzulegen. Das ist zum einen bei diesem Fuß der Fall und auch beim vierten Fuß wurde auf die Metallplatte verzichtet und auch diese steht jetzt hier nur auf dem Schotter. Hier nochmal eine etwas andere Perspektive des Krans, nämlich die der Rückseite. Gerade eben war es noch wirklich die Rückseite, man konnte aber gerade wirklich schön beobachten, wie der Kran sich im Wind dreht. Auch jetzt dreht er sich wieder leicht zurück. Und wenn man genau auf diese Gewichte hier im hinteren Bereich schaut, sieht man eben, dass sich dieses ganze Konstrukt bewegt. Das habe ich gestern gar nicht wahrgenommen. Auf der Rückseite dieser Gewichte steht 1480 Kilogramm. Das würde suggerieren, dass das hier in etwa 1,5 Tonnen pro Element sind. Davon sind es ja 12, hatten wir gestern gesehen, die hier jetzt nochmal zusätzlich zu den unteren zwei Gewichten aufgesetzt sind. Und ja, das dient einfach als Gegengewicht zu der Last, die man ja vorne mit dem vorderen Bereich des Krans anhebt. Ganz vorne, auch das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal, ist ein Schild mit 32 M. Das würde suggerieren, dass das Ganze eben 32 Meter lang ist. Das überrascht mich etwas, aber das könnte tatsächlich hinhauen. Unser Grundstück ist etwa nach hinten weg 30 Meter lang. Und diese Kranspitze schaut dann doch etwas darüber hinaus. Auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite hat sich das Bild geändert. Und zwar waren ja hier in diesem Bereich gestern auch noch Paletten gestanden mit Materialien. Diese wurden jetzt eben in das Kellergeschoss selbst bewegt.
und schon verarbeitet, zum Teil zumindest. Und auch diese restlichen Materialien werden jetzt im Laufe der nächsten Tage eben verarbeitet werden. Ich befinde mich jetzt hier im zukünftigen Kellergeschoss, bin jetzt eben über diese Leiter hier hinabgestiegen. Das hat auch den akustischen Vorteil, dass jetzt hier der meiste Lärm ausgeblendet wird, beziehungsweise hier der Wind über meinen Kopf hinaus vorbeisaust. Und dementsprechend sollte auch die Audiospur ein bisschen besser jetzt sein. Man kann hier einiges an Utensilien und Werkzeugen, Material und so weiter sehen. Ja, besonders beeindruckend finde ich persönlich eben diese Säge hier. Die wird verwendet, um die einzelnen Steine eben auf Maß zu schneiden. Man kann jetzt sehen, dieses Sägeblatt ist in etwa 1 Meter oder so lang im Durchmesser. Die einzelnen Zacken in Anführungszeichen dieses Sägeblatts sind aber interessanterweise gar nicht mal so spitz. Also da merkt man eigentlich gar nichts weiter. Und das wird halt einfach durch die Umdrehung dieses Blattes werden diese Steine zerteilt. Die Schnittkanten sind relativ sauber, wie man hier sehen kann. Also das ist eine saubere Angelegenheit und es hält sich hier auch in Grenzen, was eben da an Dreck und Schutt anfällt. Der meiste Dreck wird wohl, und der Staub, der dabei entstehen wird, auch hier mit Wasser und so weiter abgefangen. Dann befindet sich dann im Becken und hier wurde auch eine Folie aufgespannt, um zu verhindern, dass jetzt hier dieser Staub sich irgendwie an der Wand niedersetzt und nachher nicht mehr so richtig schön zu entfernen wäre oder sowas. Man kann auch erahnen, wenn man eben an der Maschine selbst nachsieht, wie sehr dieser Staub hier haftet. Also diese gesamte Maschine ist rot. Ich nehme mal an, das war nicht immer so. Aber ja, durch dieses ständige Schneiden und durch den ständigen Staub gibt es hier eine richtige Kruste an den Teilen, an den metallischen Teilen dieser Maschine. Darüber hinaus befinden sich eben an mehreren Stellen die Paletten mit den Steinen. Also hier, hier und auch dort, beziehungsweise hier, wo ich mich befinde. Und auch das ist natürlich sinnvoll, weil man gerade nachher, wenn die Mauern dann einmal, die Wände einmal hochgemauert worden sind, dann sich innerhalb des Geschosses auch nicht mehr beliebig hin und her bewegen kann. Und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man diese Steine nicht quer durchs Geschoss hin und her tragen muss, sondern sie eben schon relativ nah an der Arbeitsstätte hat. Man kann jetzt hier auch schon ganz gut die Struktur bzw. die Raumaufteilung erahnen. Und zwar befinde ich mich jetzt hier im Treppenhaus bzw. Flur. Wenn man jetzt hier die Treppen heruntersteigt, kann man durch diese Tür eben in einen Raum gelangen. Der wird jetzt vornehmlich in der Anfangsphase irgendwie als Abstellfläche dienen. Hier fehlt aber noch eine Wand und diese Wand wird dann eben den dahinterliegenden Raum abgrenzen, den Technikraum. In diesen Technikraum gelangt man, indem man dann durch diese Tür tritt und da hinten gibt es eine weitere Tür. Im Technikraum befindet sich dann halt die Heiz- und Elektro-, also die Heiztechnik und die Elektroverteilung. Und wie gesagt, hier fehlt dann noch die dazugehörige Wand. Dieser Raum hier, durch den man dann ja durchgehen muss, wird eine Art Hobbyraum, in dem ich dann verschiedenste Werkzeuge oder sowas aufbewahren kann und ein bisschen eine Werkbank haben werde, um vielleicht Lötarbeiten oder sowas in der Art ausführen zu können. Und dahinter wird es einen Hauswirtschaftsraum geben, in dem dann eben die Waschmaschine, Trockner und solche Geschichten kommen werden. Darüber hinaus wird es hier einen weiteren Raum im Kellergeschoss geben, nämlich hier in der Ecke mit diesen zwei Fenstern. Die dazugehörige Wand fehlt hier noch. Auch da wird es eine Tür geben. Durch diese Tür hindurch kommt man dann eben ins Büro und das wird dann meine Heimarbeitsstätte. Da kann ich dann eben meiner Arbeit nachgehen und ich hoffe, dass ich dann eben über diese Fenster zumindest ein bisschen Tageslicht hineinbekomme und jetzt kein Gefängnis- oder Kellerfeeling sich da auftut. Aber da bin ich grundsätzlich guter Dinge. An dieser Wand hier kann man auch ganz gut erahnen, wie eben die ersten Reihen einer solchen Mauer gesetzt werden. Und zwar gibt es hier eine Schnur, eine grüne Schnur, die eben hier gespannt worden ist. Die ist an den Enden jeweils mit einem Nagel eben befestigt und die gibt einfach vor, wie die einzelnen Steine zu setzen sind, sodass die halt in einer Flucht verlaufen und das Ganze eben möglichst gerade verläuft. Und auch auf der anderen Seite kann man eben diesen Nagel sehen, der hier provisorisch angebracht worden ist. Und sobald man jetzt hier diese ersten Reihen gesetzt hat, kann man diese Schnur entfernen und muss dann nur noch gerade nach oben ziehen. Man kann aber auch sehen, dass eben die Steine nicht direkt auf dem Rohfußboden sich befinden, sondern dass hier nochmal so eine Abdichtmatte verwendet wird. Und auch das ist nochmal so ein bisschen zusätzlicher Schutz, damit das Wasser eben nicht von unten nach oben eindringen kann. Und die Matte wird auch hier zum Beispiel verwendet, um zu verhindern, dass jetzt über die Nacht oder bis zum nächsten Mal eben hier Wasser von oben großflächig eindringen kann. Also auf dieser Mauer wurde das jetzt hier von oben dadurch ein bisschen geschützt. An den Stellen, an denen sich eben ein Durchbruch in der Wand befindet, beziehungsweise in diesem Fall eine Tür, werden eben die Steine dann zugeschnitten, sodass die Maße des Plans eben eingehalten werden. Und man kann hier sehen, die kürzeren Stücke werden dann mit Mörtel entsprechend verbunden. Das wird dann aufgefüllt.
Ansonsten, wenn man eben einen vollen Stein setzen kann, so werden die einfach ineinander gesetzt. Die haben dann so eine Form, dass die hier ineinander greifen und dadurch nochmal an Stabilität gewinnen und halt nicht so untereinander irgendwie verrutschen können. Der Zementmörtel selbst wird hier auch an Ort und Stelle angerührt und vorbereitet. Und zwar kann man da hinten sehen, auf dieser Palette befindet sich das Material eben in Form von Pulver, mehr oder weniger. Diese Säcke werden dann hier in diese größeren Gefäße eben hineingeschüttet mit der Schaufel und unter Zuhilfenahme von Wasser kann man das dann anrühren. Und das Wasser, das man dazu benötigt, befindet sich auch hier schon an Ort und Stelle. Und zwar hier hinten in der Ecke innerhalb eines größeren Gefäßes. Das ist aufgebockt auf Steinen und hier kann man eben mit einem quasi Gartenschlauch das Wasser entnehmen. Der Vorteil ist, dass man hier das Wasser direkt an Ort und Stelle hat. Leider ist es nämlich hier in der Stadt bzw. in diesem Baugebiet so, dass man hier kein Bauwasser bei den Stadtwerken beantragen kann. Man kann nur Bauwasser am Hydranten mit einem entsprechenden Zählrohr entnehmen und das mögen sowohl die Bauunternehmer als auch ich persönlich nicht so sehr, weil man dann sich um dieses Gedanken darüber machen muss, wo man dieses Zählerrohr eben deponiert über Nacht, damit das nicht geklaut wird. Das ist mit einem relativ hohen Pfand belegt und ja, das macht einfach wenig Spaß. Und wenn man das jetzt hier in so einem großen Gefäß schon mal vorrätig hat, dann hilft das ungemein. Genau, das waren jetzt also die wesentlichen Veränderungen bzw. die einzelnen Schritte und Arbeiten, die jetzt eben heute an diesem Tag ausgeführt worden sind. Und ich finde, da ist doch eine ganze Menge passiert. Es fehlen jetzt hier noch einige weitere Wände. Eine nämlich hier, die den Technikraum abgrenzt, der sich hier in dem hinteren Bereich befinden wird. Und an diese Wand wird dann auch diese Ausgleichsschiene, die Potenzialausgleichsschiene, eben montiert werden. Und diese Erdungsfahne wird damit verbunden werden. Und hier auf der anderen Seite fehlen noch zwei weitere Wände, die senkrecht zu der jetzt bereits existierenden bzw. angedeuteten Wand verlaufen werden. Und auch diese werden nochmal zwei weitere Räume im hinteren Bereich abgrenzen. Grundsätzlich sind hier aber im wahrsten Sinne des Wortes die ersten Steine gelegt worden heute. Und in dem Tempo bin ich mir sicher, dass man hier in 2 bis 3 Tagen mit dem Geschoss fertig sein wird. Auch die nächsten Schritte werde ich versuchen zu dokumentieren und dementsprechend sehen wir uns hier schon bald wieder. Bis dann!